Heute ist der Tag Nummer 7 auf Kuba und wir sind... Nummer 8 ist heute schon. Nummer 8? Ups, nee. Ich habe mich verzeiht. Heute ist der Tag Nummer 8 auf Kuba und wir sind immer noch auf der Küstenstraße unterwegs. Hier trennt uns von dem Meer ein kleiner Wald und die Straße wird enger und wenig gefahren, bis überhaupt nicht gefahren. Boah, wir sind jetzt echt auf einem kleinen Weg unterwegs. Ich nicht gedacht, dass es hier doch so klein und wild und abgelegen ist. Ja, weiter quasi parallel zur Küste. Gucken ein, zwei Mal, werden wir wohl irgendwie am Meer entlang fahren. Aber sonst wohl durch diesen Wald. Und die Straße geht ja jetzt ungefähr, die Straße, der Weg geht jetzt ungefähr 25 Kilometer entlang der Küste bis zu der Stadt Huragua. Und dort wartet was ganz Besonderes auf uns. Ich hoffe mal, dass wir da ja, so dicht wie möglich rankommen, weil ich finde es schon ziemlich interessant. Und zwar steht dort ein Atomkraftwerk, welches im Jahre 1986 aufgehört wurde, fertiggestellt zu werden. Also die Bauarbeiten wurden gestoppt. Ziemlich genau nach dem 26. April 1986. Und einige werden es jetzt vielleicht schon erraten. Da vorne, in 25 Kilometern, steht eine exakte Kopie des Kernkraftwerkes von Tschernobyl. Und ja, nach der Katastrophe wurde aufgehört, an diesem Kernkraftwerk weiterzubauen, ja, aus verständlichen Gründen. Und ja, ich finde es schon ziemlich interessant. Mal gucken, ob wir da ein bisschen dichter rankommen. Ich meine, sieht man ja nicht alle Tage irgendwie, das gleiche Atomkraftwerk. Schon spannend. Boah, aber erstmal müssen wir hier durch diesen Weg durchkommen. Ja, da war gerade das schon eher dicht. Man musste aufpassen. Ich weiß gar nicht, wie du das mit einer Hand kannst. Hast du eine dritte Hand, die man nicht sieht? Ja. Wow, da hinten sieht man es jetzt schon. Am Horizont. Ganz klein. Aber ich glaube, wir kommen jetzt gleich noch ein bisschen dichter ran. Fahren jetzt hier die Straße weiter und dann geht's nach rechts. Und dann werden wir irgendwie ein bisschen dichter herankommen, denke ich. Also gut, da vorne ist es. Wir werden jetzt mal gucken, wie dicht wir rankommen. Bis jetzt sieht es eigentlich erstaunlich gut aus. Also wir sind schon auf dem Gelände, glaube ich. Zumindest ist das alles ziemlich detailliert, auch auf Maps.me. Alles markiert mit allen möglichen Wegen und wo man lang kann und so weiter. Und ja, hier sieht es noch ganz gut aus. Gucken, wie es da vorne aussieht. Oh ja, wir kommen auf jeden Fall schon dichter ran, als ich vermutet habe, muss ich schon sagen. Ich habe gedacht, dass da irgendwie ein großer Zaun vielleicht drumherum ist, aber sieht nicht so aus.
Okay, ja, da vorne ist jetzt ein Tor. Ah ja, da ist da irgendwie so ein Sicherheitstyp. Ja, da werden wir wohl nicht weiterkommen. Okay, kurz mit den beiden Wachjungs geschnackt. Die waren ganz nett, aber haben gesagt, ja, nee, kein weiterer Eintritt, nicht weiter. Nicht. Und keine Fotos machen. Keine Fotos machen, hat er gesagt. Im Film hat er nichts gesagt. Ja, müssen die Leute spezifisch sein. Ja, aber auch nichtsdestotrotz, wir sind echt mega dicht rangekommen. Boah, schon krass. Ja, ich weiß gar nicht, wie das in Tschernobyl aussieht, ob man da sowas noch sehen kann. Oder, nee, da ist ein fetter, ist da nicht ein fetter Betonklotz drum gebaut oder so? Ich glaube, da ist alles einbetoniert. Ist alles einbetoniert, ja, stimmt. Das ist einfach Park, so genannt das heißt Park, oder? Ja. Boah, krass. Wow, schon heftig. Abgefahrener Ort. Boah, aber auch echt ein bisschen gruselig, oder? Voll gruselig, vor allem auch hier voll viele Geier. Die ganzen Geier hier, ja. Die machen auch Stimmung. Stimmt, da oben. Genau in dem, ja. In dem AKW selber auch, ne? Aha. Fliegen überall so Vögel rum. Da vorne. Da oben sind zwei, ja. Oh, keine Ahnung, ob man die jetzt hier sieht. Nicht, auf der Kamera. Überall. Genau. Ja, die Geier. Wow. Boah, cool, aber wir sind echt dicht dran gekommen, oder? Ich hätte nicht gedacht, dass man so dicht dran kommt. Ich hätte eigentlich eher gedacht, dass es überhaupt keine Wachleute da gibt. Ich meine, es ist jetzt 33 Jahre her und es wurde nicht fertiggestellt. Ja. Ich glaube, es wurde alles abgebaut, was einen Wert hat oder gefährlich sein konnte. Deswegen. Eigentlich hätte ich nicht gedacht, dass die jetzt Geld rein investieren, dass da Fachleute rund um die Zeit da sind. Ja, wie krass halt auch. Ja, ich meine, ja, das ist jetzt ein Atomkraftwerk, was ja noch nie, also was nicht fertiggestellt wurde. Also es gibt keinerlei Radioaktivität an diesem Ort. Und trotzdem, ja, 33 Jahre später, genau, sind hier noch die Wachleute. Man muss sich einfach nur überlegen, wie es halt bei einem funktionierenden AKW ist und halt insbesondere bei den radioaktiven Abfällen. Wo auch immer die irgendwann mal irgendwo gelagert werden, wo auch immer es irgendwann mal irgendwo ein sogenanntes Endlager geben wird, da werden für Zehntausende von Jahren, sofern die Menschheit irgendwie so lange existiert, irgendwie in irgendeiner Form Wachleute oder ein Bewachungssystem installiert sein müssen. Und das wird uns in Zehntausenden von Jahren noch Geld kosten oder noch Zeit kosten, noch Aufwand kosten, diesen verdammten Blödsinn zu bewachen. Ja, also Atomkraft, nein, danke. Nein, danke. Gut. Fahrradbetriebe. Wie? Fahrradbetrieb. Fahrradbetrieb, genau. Das ist die Zukunft. Fahrradenergie. Yes. Und gut, in dem Sinne, weiter geht's. Ja, wir haben noch eine zweite Mission heute. Warte kurz. Wir haben noch eine zweite Mission heute und zwar, wir wollen jetzt mit der Fähre zu einer anderen Stadt fahren. San Fuego heißt sie? Cienfuegos. 100 Feuer. Ah, oh, das hat sogar eine Bedeutung. Cienfuegos. 100 Feuer. Es soll eine schöne Stadt sein, mit einer schönen Altstadt.
Die Mission ist aber noch, die Pferde zu bekommen, weil wir wissen nicht ganz genau, wie lange sie fahren. Und die Informationen, die wir haben, sagen, dass die letzte um 3 oder so fährt. Und jetzt ist 2 Uhr. Jetzt kriegen wir aber, glaube ich, hin. Das ist eigentlich hier 5 Kilometer oder so. Ziemlich um die Ecke. Gut. Ab geht's. Geschafft. Wir sind am Fährenleger angekommen. In 20 Minuten legt die Fähre ab. Wir haben gerade Mittag gemacht und ich habe einmal das erste Mal, oder wir haben das erste Mal eine kubanische Cola probiert. Ja, auf Kuba gibt es keine Coca-Cola, was gut ist in meinen Augen. Die haben ihre eigene. Tu-Cola. Ja, schmeckt so ein bisschen, du hast gesagt, wie diese Cola-Gummibärchen. Ja, das hat so einen Geschmack, so einen künstlichen Cola-Geschmack. Ich weiß, das ist, hört sich doof an, weil Cola von vorne an einen künstlichen Geschmack hat. Aber wenn man die Haribo-Gummibärchen mit Cola-Geschmack isst, dann hat man so einen künstlichen Cola-Geschmack. Und so schmeckt das flüssig. Ja, mag sein. Schmeckt auf jeden Fall anders. Also mir schmeckt es ganz gut. Ja. Kann man mal trinken, vor allem kostet 10 Pesos, 30 Cent eine Dose, ja, war eiskalt, super. Wir sind hier in Fuegos angekommen und ja, sieht doch schon durchaus recht touristisch aus, muss man schon sagen. Ziemlich viele Souvenirstände hier gerade schon. Gucken, wir fahren jetzt, glaube ich, ja, schon so auf die Altstadt zu. Da vorne ist eine große alte Kirche. Sieht schon ganz nett aus. Und ja, das erste, was wir machen, ist uns eine Unterkunft zu suchen, ein Gasthaus, eine Casa Particular, wie das hier heißt. Ja, ich glaube, da werden wir was Gutes finden. Oh, guck mal, der hat die gleiche Farbe wie mein Fahrrad. Jo, richtige Farbe. Na, da scheint es auch wieder was Gutes zu geben. Mercado Progreso Cubano. Kaufen alle Öl. Guck mal, mit Polizei sogar. Zwei Wachmänner. Ja, aber jeder kauft 2 Flaschen Öl. Da gibt's Öl oder was? Ja. Ach, wie krass. 2 Liter Öl. Das ist immer das Zeichen für die Casa Particulars, so ein Dach mit so einem Anker unten drunter. Sieht man überall in der Straße, da hinten ist auch noch einer, da ist auch noch einer, da sind sogar 2. Aber wir nehmen jetzt den hier. Oder, naja, man kann ganz reinfahren hier mit eigener Garage. Sehr gut. Na, warum nicht? Warum nicht? Boah, sehr schön. Geschafft. Erstmal eine Dusche, ne? Das Licht? Ne? Hier gerade beim Waschbecken noch was Spannendes entdeckt. Hast du schon gesehen? Ja, das habe ich dir bei unserer letzten Habitation gezeigt, dass unsere Toilette auch Corona hieß. Corona Garantia Certificado. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht ist. Bei unserer letzten war das auch schön. Ja,
Da habe ich das nicht gesehen. Ich habe mich aber darauf hingewiesen. Ach so, dann habe ich es aber irgendwie nicht verstanden. So, wir stehen auch nochmal wieder in einer Schlange. Und zwar in der Bäckerei. Wir wollen Brote kaufen zum Abendessen. Vorne sind sie. Sehr gut, gracias. Für 10 Pesos? 12 Brote? Ja. Den ganzen Sack für 30 Cent. Ja. Sehr gut. Boah, sind echt noch warm. Frisch gebacken. Also kleine Kugelnudeln. Ein Euro, 250 Gramm. Ja, doch, lass es mal mitnehmen. Wir haben bis jetzt leider noch nicht so richtig was zu Abendessen gefunden. Bis jetzt haben wir, naja, die Brote sind schon, aber fast leer. Schon einmal aufgegessen. Ja, Brot schmeckt auch so gut. Ja, wir gucken noch mal irgendwie weiter, ob wir noch irgendwas finden. Keine Ahnung, mal sehen. Ja, irgendwas werden wir finden. Irgendwas werden wir finden, absolut. Und ja, sehr gut. Dann geht's zurück in die Casa. Morgen schön ausschlafen, dann geht's weiter. Morgen Abend werden wir wahrscheinlich schon in die Berge kommen. Bestimmt ziemlich schön. Ja, sehr gut. Das war's für heute. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir sehen uns morgen zum nächsten Video aus Kuba. Bis dann. Ciao. Tschüss.